Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie heute erneut zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes begrüßen und Ihnen zu Anfang etwas über ein sehr gewaltiges, sehr interessantes Wesen erzählen. Dieses Wesen war voller Vollkommenheit, voller Weisheit, von vollendeter Schönheit. Er war ohne Tadel oder Verfehlung, als er erschaffen wurde. Gott hatte ihm die Herrschaft über die Erde gegeben. Doch wir lesen in der Bibel, dass sein Herz sich überhob, dass er seinen Glanz durch seine Weisheit verdarb, dass sein Inneres mit Frevel erfüllt wurde und er versündigte sich. Er versuchte von der Erde aus, auf der er lebte, zum Thron Gottes im Himmel zu gelangen, um Gott von seinem Thron zu stürzen, um buchstäblich die Herrschaft Gottes über das Universum an sich zu reißen, um dem Allerhöchsten gleich zu werden oder, wie man auch übersetzen kann, um der Allerhöchste zu werden. Nun, in diesem gewaltigen Kampf stieß Gott ihn natürlich zurück auf die Erde. Und Christus sagt später, er sah Satan, um den geht es nämlich, herunterfahren vom Himmel wie einen Blitz. Aber vor dieser Rebellion wurde Satan anders genannt. Sein Name war Luzifer, was so viel wie Morgenstern bedeutet, der helle, glänzende Stern. Er wird als ein gewaltiger Cherub beschrieben, ein gewaltiges Engelwesen mit unglaublicher Macht, mit unglaublicher Gewalt. Aber dieser Luzifer wurde durch seine Rebellion zu Satan. Und Satan heißt so viel wie der Feind Gottes, der Widersacher, der Zerstörer, der Verderber. Sein Hauptziel ist es, zu vernichten. Was immer er auch betrachtet, wo immer er auch eine Einflussnahme hat, er will es vernichten. Aber was hatte Luzifer, und er wurde ja bei dieser Rebellion von Engeln, die ihm unterstellt waren, unterstützt, die dann zu Dämonen wurden. Was hatte Luzifer zu dieser Rebellion veranlasst? Wie ich sagte, sein Herz überhob sich, sein Inneres wurde mit Frevel erfüllt, er wurde stolz auf seine Schönheit, er wurde stolz auf seine Weisheit, die ihm gegeben worden war. Doch dieser Stolz, diese ich-bezogene Einstellung hatte sich mit Neid, hatte sich mit Eifersucht verbunden. Schauen Sie, er wollte die Macht, er wollte die Herrschaft an sich bringen, die Gott hatte. Er war nicht mit dem zufrieden, was Gott ihm gegeben hat, die Herrschaft über die Erde. Er wollte mehr. Er wollte der Herrscher über alles werden. Er wollte, wie ich sagte, der Allerhöchste sein. Wir sehen, dass Neid, dass Eifersucht durch Satan in die Welt kamen. Und man kann durchaus sagen, Satan ist der Urheber, der Begründer, der Schöpfer des Neides. Wie steht es mit uns? Wenn wir manchmal Neid haben, wenn wir andere um Dinge beneiden, die haben mögen, die wir nicht haben. Begreifen wir, wo diese Emotion, diese Einstellung herkommt? Schauen wir uns einmal Jakobus Kapitel 3 an, angefangen in Vers 13. Jakobus Kapitel 3 und angefangen in Vers 13. Und da sagt uns Jakobus, der Halbbruder Jesu Christi, wer ist weise und klug unter euch? Der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Habt ihr aber bitteren Neid und Streit in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, niedrig und teuflisch. Denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig,
lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Die also ihren bitteren, bösen Neid, ihre Begierde anderen gegenüber ablegen und vielmehr darauf bedacht sind, Frieden zu halten und Frieden zu stiften mit den Mitmenschen. Bitterer Neid führt zu Hass, zu Streit, zu Kampf, zu Krieg. Er stellt das genaue Gegenstück zur göttlichen Weisheit dar, die wir haben sollten und die friedfertig ist und die zum Frieden führt. Satan ist der Zerstörer. Er beneidete Gott um seine Herrscherposition und so entschloss er sich, wie ich sagte, Gott von seinem Thron stürzen zu wollen. Er entschloss sich, Krieg zu führen. Einen geistigen Krieg natürlich gegen Gott und seine Engel. In Jakobus Kapitel 4 fährt dann Jakobus auch fort, Folgendes zu sagen, angefangen in Vers 1. Woher kommt der Kampf unter euch? Woher der Streit? Richtig übersetzt kann man auch sagen, woher kommt Krieg unter euch? Es bestand also Krieg, an dem scheinbar auch Mitglieder der Kirche teilnahmen damals. Was für ein unglaubliches Geschehen ist. Und Jakobus fragt die Mitglieder, wieso kommt das? Wieso nehmt ihr am Krieg teil? Kommt es nicht daher, dass in euren Gliedern die Gelüste gegeneinander streiten? Ihr seid begierig und erlangt es nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Und wie die Menschen heute Krieg führen, aus was für, in Anführungszeichen, noblen Motivationen auch immer, Krieg läuft letztendlich darauf hinaus, dass wir andere um das beneiden, was sie haben. Wenn wir an den Irakkrieg denken, es werden da viele Rechtfertigungen angeführt, warum es zu diesem Krieg gekommen ist, aber die Tatsache, dass die Iraker Öl hatten, die die Amerikaner dann insoweit von denen wegnehmen wollten, das wird auch durchaus hin und wieder angeführt. Schauen Sie, Satan ist derjenige, der Krieg in die Welt gebracht hat. Wie auch Satan derjenige ist, der Neid in die Welt gebracht hat. Begierde. Und wenn wir Krieg führen, dann deshalb, weil wir andere um das beneiden, was die besitzen. Wir waren alle einst, und wenn ich sage wir, dann meine ich auch die, die wahre Christen geworden sind. Wir waren alle einst Kinder des Teufels. Wir alle hatten Satans Natur in uns aufgenommen, die wir dann fälschlich die menschliche Natur genannt haben. Aber es war an und für sich die Natur des Teufels, die in uns Gestalt annahm. Wir alle wollten, wie Christus ja uns auch gesagt hat im Johannesevangelium, die Gelüste des Vaters tun. Nicht Gottes des Vaters, aber unseres Vaters. Und er spricht dann von Satan, dem Teufel. Und so lebten wir gemäß den Einflüsterungen, den Eingebungen, den Einwirkungen dieses bösen Geistes, der auch heute noch sein Werk hat, wie wir lesen, in den Kindern des Ungehorsams. Schauen wir uns Titus Kapitel 3 an und Vers 3. Titus Kapitel 3 und Vers 3. Denn auch wir, sagt Paulus zu Titus, denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Schauen Sie, unser Leben in Bosheit und Neid führte zu Hass und letztlich zu Mord. Denn man begeht ja auch Mord im geistlichen Sinne bereits dann, wenn man andere hasst. Manchmal vielleicht sogar hat dies bei einigen zu richtigem, wirklichen Mord geführt. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Bibel Töten im Krieg Mord nennt.
Im Buch Prediger, im Alten Testament, beschreibt der König Salomo das Dichten und das Trachten der Menschen im Allgemeinen in sehr anschaulicher Weise. Kehren wir zum Buch Prediger zurück. Prediger Kapitel 4 und Vers 4. Prediger Kapitel 4 und Vers 4. Da schreibt der Prediger Salomo: Ich sah alles Mühen an und alles Geschickte tun, da ist nur Eifersucht des einen auf den anderen. Das ist auch eitel und Haschen nach Wind. Die Bibelübersetzung von Menge kommentiert, dass das Wort Eifersucht hier auch mit Neid übertragen werden kann. Und dann heißt das, da ist nur Neid des einen auf den anderen. So sieht diese Welt im Großen und Ganzen aus. Persönlich bezogen, individuell, aber auch in Bezug auf andere Nationen, auf gesamte Völkerschaften, auf gesamte Gruppen. Eine Nation kann auf andere Nationen eifersüchtig sein, die um das beneiden, was die haben. Und dadurch kommt natürlich auch Krieg zustande. Schauen wir uns eine Stelle im Buch Jesaja an, in Kapitel 11. Eine Stelle, die die Zukunft beschreibt, die es heute leider noch nicht gibt. Aber Gott sagt, dass es sie geben wird. Aber es ist auch interessant, wie der Vergleich hergestellt wird zwischen dem, was dann sein wird und zwischen dem und dem, was heute bereits der Fall ist oder was heute der Fall ist. Und wir sehen den gewaltigen Unterschied. Jesaja Kapitel 11 und Vers 13. Es heißt hier, und der Neid Ephraims wird aufhören. Und wir müssen natürlich wissen, wer in der Prophezeiung heute Ephraim ist. Ephraim bezieht sich hauptsächlich auf Großbritannien heute und die Commonwealth-Nationen. Und es heißt hier, der Neid Ephraims wird aufhören in der Zukunft. Mit anderen Worten, heute ist er nach wie vor da. Und die Feindschaft Judas, hauptsächlich der Staat Israel heute, ausgerottet werden. Dass Ephraim nicht mehr neidisch ist auf Juda und Juda nicht mehr Ephraim Feind ist. Das wird in der Zukunft geschehen. Das ist heute noch nicht der Fall. Es ist heute deshalb noch nicht der Fall, weil sowohl Ephraim als auch Juda nicht nach dem leben wollen, was Gott ihnen sagt. Und sie folgen vielmehr ihren eigenen Gedanken, die letztendlich die Gedanken Satans, des Teufels sind, der uns ja die Gedanken des Neides gibt und diese Einstellung, andere beneiden zu müssen. Im Römerbrief beschreibt Paulus, der Apostel Paulus, eine von Gott abgeschnittene Zivilisation, eine von Gott abgeschnittene Welt, in der wir heute alle leben. Deswegen sagt uns ja Gott auch, wir sollen herauskommen aus dieser Welt im geistlichen Sinne, wir sollen uns absondern, wir sollen eine andere Einstellung entwickeln. Aber Paulus beschreibt diese abgeschnittene Welt, diese von Gott abgeschnittene Welt im ersten Kapitel des Römerbriefes. Und die achtete nicht auf das und achtet auch heute nicht auf das, was Gott uns sagt. Die wollten Gott nicht erkennen. Und so lesen wir dann auch über diese Charakteristika jener gottfeindlichen Menschen oder ignoranten Menschen, Agnostiker könnte man sagen, vielfach auch sogar Atheisten. Und wir gehörten auch alle einmal zu dieser Gruppe von Menschen, die Menschen waren, die an und für sich nicht darauf achteten, was Gott einem sagte. Und so schauen wir uns Römer Kapitel 1 einmal an, angefangen in Vers 28. Römer Kapitel 1 und angefangen in Vers 28. Und wie sie, also diese Menschen von Gott abgeschnitten, wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrtem Sinne, sodass sie tun, was nicht recht ist. Voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, wie auch Satan hochmütig wurde, als er noch Luzifer war, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig,
treulos, lieblos, unbarmherzig. Was für eine Liste von Charaktereigenschaften, die alle von Satan herrühren. Ohne Ausnahme. Aber so waren wir alle auch. Zu einem gewissen Grade zumindest. Wie Paulus hier einen verkehrten Sinn beschreibt, der abgeschnitten ist von Gott, sich selbst überlassen ist, der Satan dem Teufel gehörig und gehorsam ist, so beschreibt er diesen Sinn als erfüllt mit Hader, mit Streit, mit Habgier, mit Neid, mit Mord. Und so werden wir, und wenn ich sage wir, so meine ich die, die diesen Weg Satans abgelegt haben, ablegen wollen und die sich auf die Wahrheit Gottes konzentrieren wollen, so werden auch wir von Paulus daran erinnert, dass wir all diesen niedrigen Gesinnungen entflohen, nicht erneut solche Gedanken, solche Motivationen, solche Einstellungen in unserem Leben haben dürfen. Es ist nämlich möglich, wiederum dieselben Einstellungen zu entwickeln in unserem Leben. Denn Paulus sagt uns, wenn wir dies allerdings tun, nachdem wir die Wahrheit erkannt haben, dann werden wir nicht in das Reich Gottes eingehen. Schauen wir uns dies im Galaterbrief einmal an, Kapitel 5. Galater Kapitel 5, angefangen in Vers 16. Galater Kapitel 5 und angefangen in Vers 16. Ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist, und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Mit anderen Worten, wenn wir den Regungen des Fleisches folgen, auch wenn wir es vielleicht nicht wollen, dann sind wir natürlich gegen das eingestellt, was uns Gottes Geist lehrt. Vers 18. Regiert euch aber der Geist. Seid ihr also dem Geist Gottes völlig untertan, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. So seid ihr nicht unter der Strafe des Gesetzes. Schauen Sie, wenn wir das Gesetz Gottes brechen, dann sind wir unter der Strafe des Gesetzes. Es heißt, der Sünde sollt ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist ewiges Leben. Wir sind also nicht mehr unter dem Gesetz, mit anderen Worten unter dessen Strafe, wenn wir das tun, was das Gesetz von uns fordert. Wir sind nur dann unter dem Gesetz, unter der Herrschaft des Gesetzes, unter der Strafe des Gesetzes, wenn wir das Gesetz brechen. Und so sagt er hier in Vers 19, offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind: Unzucht, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch, er spricht also hier Christen an, vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun und die sich nicht davon bekehren, die diese Dinge nicht bereuen und versuchen abzulegen und mit Gottes Hilfe auch dann ablegen können, die solches tun, die solches praktizieren, die das erwählt haben als ihre Lebensweise, die werden das Reich Gottes nicht erben. Und so ist es kein Wunder, keine Überraschung, dass uns Paulus dann in Vers 26 auffordert im gleichen Kapitel: Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Schauen Sie, alles dies sind Werke des Fleisches. Wer dies tut, wer dies praktiziert, wird nicht im Reich Gottes sein. In Kolosser Kapitel 3 und Vers 5. Kolosser Kapitel 3 und Vers 5. Er sagt, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Diese fleischlichen Glieder sozusagen, die sich gegen das auflehnen, was Gott von uns erwartet. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist.
böse Begierde, darunter kann auch Neid zu verstehen sein. Alles dies muss abgetötet werden in unserem Leben. Sie haben sicherlich alle von Karl May gehört. Und er wird vielfach auch missverstanden in dem, was er so geschrieben hat. Er hat einmal folgende Aussage getätigt, und die ist sehr bemerkenswert. Er sagte, bevor du einen Menschen beneidest, frage dich, ob du wirklich von ganzem Herzen und in jeder Beziehung an seiner Stelle sein möchtest. Denn vielfach schaut man nur auf das, in Anführungszeichen, Positive, was andere haben, und sagt sich, ach ja, das will ich auch haben. Und dann beneidet man diesen Menschen, dass er das hat, was ich nicht habe. Aber schauen wir auch auf das gesamte Bild. Es gab einen sehr berühmten, sehr reichen, einen der reichsten Männer der Welt, John Paul Getty. Aber der hatte auch verschiedene Ehen hinter sich gebracht. Und er hat einmal gesagt, ich würde mein ganzes Geld, meine ganze Million oder Milliarden geben für eine glückliche Ehe. Schauen Sie, die Menschen schauten vielleicht nur auf seinen Reichtum und sagten, ja, das will ich haben, was der hat. Aber wie steht es mit den anderen Aspekten seines Lebens? Wenn wir heute uns diese Hollywood-Stars anschauen, die sehr viel Ruhm haben und sehr viel Reichtum vielleicht, was für in den meisten Fällen doch eine miserable Lebensweise führen diese Menschen. Wollen wir wirklich sie in allem beneiden um das, was sie haben? Eine gute Frage, die Kamal hier stellt. Wollen wir wirklich tauschen und das dann entgegennehmen, was die alle so haben? Denken wir daran, wenn wir andere um etwas beneiden, was die haben und was wir nicht haben. Glauben wir nicht, dass wir, wenn Gott uns aus dieser Welt herausgerufen hat, nicht erneut den Begierden Satans untertan werden könnten? Satan ist der, der die Welt beherrscht. Satan ist der Fürst dieser Welt. Vergessen wir dies nie. Es geschah nämlich zur Zeit der Korinthergemeinde, dass die Mitglieder in Korinth sich gegeneinander beneideten. Und wenn es denen passiert ist, müssen wir nicht meinen, dass das heute für wahre Christen unmöglich sei. Im 1. Korintherbrief lesen wir, was Paulus zu sagen hat in Kapitel 3. 1. Korinther Kapitel 3, die Verse 1 bis 3. 1. Korinther Kapitel 3 und die Verse 1 bis 3. Paulus sagt, und ich, liebe Brüder, konnte nicht zu euch reden, wie zu geistlichen Menschen, sondern, sagte er, ich musste zu euch reden wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch, Vers 2, habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise. Mit anderen Worten, er konnte denen nicht die größeren Weisheiten Gottes anvertrauen. Die waren nicht in der Lage, dies zu akzeptieren. Die mussten nur die Milch erhalten, also etwas sehr Grundsätzliches, Fundamentales. Die konnten nicht in der Erkenntnis Christi wachsen. Milch habe ich euch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Und auch jetzt könnt ihr es nicht. Warum? Warum war es den Mitgliedern in Korinth unmöglich, in der Wahrheit Gottes zu wachsen? Nun schauen wir uns Vers 3 an. Weil ihr noch fleischlich seid. Denn wenn Eifersucht oder Neid und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise. Schauen Sie, wenn jemand bitteren Neid in sich trägt, der kann nicht mehr und mehr von der Wahrheit Gottes annehmen. Es ist ihm unmöglich. Wenn wir nicht in der Wahrheit Gottes wachsen, dann liegt es vielleicht daran, dass unsere Einstellung gegenüber Gott und seiner Wahrheit und seiner Lebensweise noch nicht die richtige ist. In einem Schreiben an Timotheus warnte Paulus seinen Schüler, denn Timotheus war ja der Schüler des Paulus, der warnte ihn vor Menschen, die eigene Ideen lehren wollten, die der heilsamen Lehre Gottes entgegengesetzt waren. Und schauen wir uns an, welche Warnung Paulus hiermit verbindet. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6. 1. Timotheus, Kapitel 6, die Verse 3 bis 5. 1. Timotheus, Kapitel 6 und die Verse 3 bis 5. Er sagt zunächst einmal dem Timotheus, was er lehren soll. Am Ende von Vers 2, dies lehre und dazu ermahne. Und vorher hat er bereits schon einiges hier erläutert. Aber dann fährt er fort, in Vers 3 zu sagen, wenn jemand anders lehrt,
und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die dem Glauben gemäß ist, der ist aufgeblasen und weiß nichts, sondern er hat die Seuche der Fragen. Also Leute, die immer wieder Fragen stellen, hinterfragen, was gelehrt wird, immer meinen, es besser zu wissen. Er hat die Seuche der Fragen und Wortgefechte. Der will argumentieren über Dinge, die doch an sich so klar sein müssten. Aber die Grundvoraussetzung war ja die, dass diese Leute zu den Seuchen der Fragen gelangen, zu dieser Wortgefechte. Der wollte etwas anderes lehren. Nicht gemäß dem Glauben, der gelehrt wurde. Und daraus, schauen Sie in Vers 4, daraus, aus dieser Situation der Seuche der Fragen, dieser Wortgefechte, daraus entspringen Neid, Hader, Lästerung, böser Argwohn, Schulgezänk solcher Menschen, die zerrüttete Sinne haben und der Wahrheit beraubt sind, die meinen, Frömmigkeit sei ein Gewerbe. Ein Wort, man ist nur hier, um fromm zu tun, damit man vielleicht seinen Unterhalt damit bestreiten kann, ein Gehalt erhalten kann. Aber es sind eben Menschen, die nicht von Gottes Geist geleitet sind. Solche der Fragen, Wortgefechte, Schulgezänk, die führen zu Spaltungen, zu Argwohn, zu Neid, zu Streit, zu Kampf. Paulus hatte erwähnt, dass die Christen in Korinth nicht in der Lage waren, feste Speise zu sich zu nehmen, da sie nach wie vor üble Gelüste, wie zum Beispiel Neid oder Hader, in sich hatten. Nun, der Apostel Petrus sagt uns das Gleiche und warnt uns davor. In 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. 1. Petrus Kapitel 2 und die Verse 1 bis 3. Petrus sagt hier, so legt nun ab, er spricht wiederum wahre Christen an, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch. Zunächst einmal muss man die natürlich haben, aber dann soll man dann zur festeren Speise übergehen. Aber seid begierig danach, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Schauen Sie, wir müssen dies ablegen, sagt Petrus, diese falschen Emotionen, diese falschen Einstellungen, diese falschen Ideen. Er spricht hier zu verstreut wohnenden Christen. Und er sagt, auch denen legt Bosheit ab, legt Neid ab, wie man ein altes Gewand ablegt. Bekleidet euch nicht mehr damit. Für einen Christen ziemt es sich einfach nicht, mit Neid bekleidet zu sein. Das war das Gewand, das Satan uns gab. Ein Gewand, das wir heute nicht mehr tragen dürfen. Paulus fordert die Römer zu genau derselben Handlungsweise auf. Die römischen Christen, kehren wir zu Römer Kapitel 13 zurück und lesen wir die Verse 13 und 14. Römer Kapitel 13, die Verse 13 und 14. Er sagt, lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht oder Neid, sondern zieht an. Schauen Sie, wir sollen den Neid wie ein Gewand ablegen, wir sollen ihn durch etwas ersetzen. Vers 14, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Eine neue Lebensweise wird hier angesprochen. Wir können das eine mit dem anderen nicht mehr verbinden. Und so schauen wir uns noch einmal eine Stelle im Jakobusbrief an, in Kapitel 4. Die hatten wir ja eben schon gelesen, im Kapitel 4 hatten wir schon gelesen, aber wir hatten Vers 5 noch nicht gelesen. Und schauen wir uns nun an, wie Jakobus in Vers 5 fortfährt und was er uns hier zu sagen hat in Vers 5 von Jakobus Kapitel 4.
Er sagt, oder meint ihr nicht, die Schrift sage umsonst, mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen. Nun, die Zürcher Bibel übersetzt hier sehr anschaulich, wider oder gegen den Neid richtet sein Begehren der Geist, der in uns Wohnung gemacht hat. Also ein Kampf findet hier statt. Der Geist Gottes ist gegen den Neid gerichtet, der nach wie vor in uns ist und will, dass dieser Neid von uns entfernt wird, dass er ausgemerzt wird. Streit, Hader, Eifersucht, Neid passen einfach nicht zu Jesus Christus, den wir hier anziehen sollen. Wie ein neues Gewand anziehen sollen, sozusagen. Und warum ist dies der Fall? Weil Gott die Liebe ist. Und Liebe und Neid sind total entgegengesetzt. Schauen Sie, da ist kein Neid in der Liebe. Wussten Sie dies? Wenn Sie wirklich Gottes Liebe in sich haben, wenn Sie wirklich der Liebe Gottes folgen wollen, dann werden Sie nicht andere um das beneiden, was die haben mögen. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, wird nämlich die Liebe Gottes wie folgt identifiziert und beschrieben. 1. Korinther, Kapitel 13 und Vers 4. 1. Korinther, Kapitel 13 und Vers 4. Da heißt es über die Liebe Gottes, die wir alle haben sollen, Agape im Griechischen, was die Liebe Gottes beschreibt. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Wenn man die Liebe Gottes in sich hat, dann überhebt sich unser Herz nicht. Schauen Sie, bei Luzifer war das nicht der Fall. Luzifer lehnte die Liebe Gottes ab. Deswegen überhob sich sein Herz und deswegen überhoben sich auch die Herzen der anderen Menschen, die er dann beeinflusst hat. Die Menge Bibel übersetzt 1. Korinther 13, Vers 4 wie folgt. Sie schreibt, die Liebe ist frei von Eifersucht und Neid. Schauen Sie, die Liebe Gottes kennt Neid nicht. Nun kehren wir für einen Augenblick zu dem Urheber des Neides, Satan, dem Teufel, zurück. Und erkennen wir das gesamte Ausmaß dieser niederträchtigen Gesinnung, die Satan hat und die er uns gegeben hat, die wir ja alle in dieser Welt des Neides aufgewachsen sind. Haben wir uns schon einmal gefragt, warum zum Beispiel Satan zum Mörder an Adam und Eva wurde? Christus sagt uns ja, dass Satan, der Teufel, ein Mörder war vom Anfang, ein Menschenmörder. Er hat also buchstäblich durch sein Verhalten, durch sein Verschulden, einen Mord begangen an Adam und Eva. Aber warum? Was war Satans Motivation? Was hat ihn dazu veranlasst, dies zu tun? Wir wissen ja, er hat Eva zur Sünde verführt und Eva hat dann auch von der verbotenen Frucht dem Adam gegeben und er hat auch davon gegessen. Gott hatte aber gesagt, wenn ihr davon esst, so werdet ihr des Todes sterben. Er hatte sie davor gewarnt. Aber Satan hat sie verführt, sie haben Satan geglaubt und von daher ist Satan dann auch schuldig geworden an ihrem Mord sozusagen. Er hat sie ermordet. Er hat ihren Tod verschuldet. Er hat dies getan aus dem gleichen Beweggrund, aus dem er auch gegen Gott selbst rebellierte. Und zwar aus Neid. Denn Satan wusste ja, dass er nur so lange weiter auf Erden herrschen könnte, bis sich ein Nachfolger qualifizieren würde. Als Satan gegen Gott rebellierte, wurde er zurückgestoßen auf diese Erde und Gott hatte dann bestimmt, dass er weiter auf dieser Erde herrschen würde, bis sich ein Nachfolger qualifiziert hätte. Alles dies geschah vor der Erschaffung des Menschen. Und dann hat Gott Adam und Eva erschaffen mit dem Potenzial, Satan von diesem Erdenthron zu verdrängen. Sie hatten das Potenzial, Nachfolger Satans zu werden, mit anderen Worten, die Herrschaft über die Erde zu ergreifen. Sie waren also Herrschaftsanwärter. Hätten sie Gott gehorcht, denn denken wir daran, was Gott denen gesagt hatte, ihr sollt ja über die Erde herrschen, über alle Tiere im Meer und auf Erden und so weiter. Hätten sie Gott gehorcht, wären sie als Herrscher über diese Erde anerkannt worden? Sie wären bestätigt worden als die Herrscher über diese Erde und Satans Herrschaft wäre beendet worden.
Satan wusste dies. Satan wusste natürlich auch, dass er seine Herrschaftsposition nicht aufgeben wollte. Und so brachte er es dann dahin, dass der erste Mensch sündigte, sich gegen Gott verging und als Konsequenz die Todesstrafe über sich brachte. Und wie Satan aus Neid handelte, so hat er also auch Eva dazu beeinflusst, aus Neid, aus Begierde gegen Gott zu sündigen. Schauen wir uns an, was geschah in 1. Mose Kapitel 3, die Verse 4 bis 6. 1. Mose Kapitel 3 und die Verse 4 bis 6. Gott hatte Adam und Eva gesagt, esst nicht von der verbotenen Frucht. Wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Schauen wir uns jetzt die Lüge Satans an in Vers 4. Da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott. Das ist genau das, was Satan ursprünglich wollte. Er wollte sein wie Gott. Er wollte Gott sein. Er wollte der Allerhöchste sein. Und jetzt gibt er diesen gleichen Gedanken Eva ein. Ihr werdet sein wie Gott. Und ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Ihr werdet selbst die Fähigkeit haben, zu entscheiden, was gut und böse ist. Ihr braucht nicht auf Gott zu hören, um euch zu erklären, was gut und böse ist. Und die Menschheit hat diese Lüge geglaubt und lebt heute genau so. Sie wollen nicht auf das achten, was Gott uns in der Bibel sagt. Die kümmern sich nicht um das, was Gott uns in der Bibel sagt. Die wollen selbst entscheiden, was gut und was richtig und was falsch ist. Und so leben wir heute in einer Art und Weise, die vielen von dem, was uns die Bibel sagt, total widerspricht. Aber wer kümmert sich schon darum, was Gott einem sagt? Nein, ihr werdet selbst wissen, was gut und böse ist. Und so meinen die Menschen heute, sie wüssten das von sich alleine. Sie bräuchten Gott nicht und schon mal gar nicht die Bibel. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist, sagt Satan hier. Vers 6. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon. Und der aß auch. Nun, das war nicht ihr Baum. Das war ein Baum, den Gott ihnen vorenthalten hatte. Sie haben mit anderen Worten hier zunächst einmal gestohlen. Sie haben der Lüge geglaubt, aber sie haben auch aus Begierde gehandelt. Eva, die sich nun der Einflussnahme Satans geöffnet hatte, wollte so sein wie Gott. Das Paradoxe war, Gott hatte den Menschen erschaffen mit dem Potenzial, teilzuwerden an seiner eigenen göttlichen Familie. Aber nicht auf diese Weise, wie hier der Satan das der Eva vorgaukelt. Nicht durch Rebellion, nicht dadurch, dass man das ablehnt, was Gott uns lehrt. Aber sie wollte die gleiche Klugheit haben, die Gott hatte. Sie wollte die Entscheidungsfreiheit erhalten, selbst zu bestimmen, was richtig und was falsch war. Nicht Gott untertan zu sein, in keinster Weise dem glauben zu müssen, dem gehorchen zu müssen, was Gott uns sagt. Und so nahm die Einstellung Satans in ihr Gestalt an. Denn auch Satan sollte ja und wollte ja vielmehr so sein wie Gott. Er wollte ja Gottes Herrschaft übernehmen. Er beneidete Gott für das, was Gott hatte. Und so hatte auch jetzt Eva die gleiche Einstellung in ihrer Gesinnung entwickelt. Es ist auch sehr interessant, dass später Satan die gleiche Einstellung in die Pharisäer pflanzte, die Christus umbrachten. Selbst der antisemitisch denkende Statthalter Pilatus hatte dies erkannt. Der hatte erkannt, warum die Pharisäer so handelten, wie sie handelten. Warum sie darauf bestanden, dass Christus gekreuzigt wurde. Schauen wir dies uns in Matthäus Kapitel 27 einmal kurz an. Matthäus Kapitel 27, die Verse 17 und 18. Verstehen wir, meine Damen und Herren, wie gefährlich der Neid ist. Schauen wir uns an, wozu im Falle der Pharisäer dieser Neid geführt hat. Matthäus Kapitel 27, die Verse 17 und 18. Und als sie versammelt waren, da sprach Pilatus zu ihnen, welchen wollt ihr, wen soll ich losgeben? Jesus Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Das war vor der Kreuzigung, da war dieser
diese Möglichkeit und bestand diese Möglichkeit, dass der Statthalter einen von zwei Gefangenen losgeben würde. Der Barabbas, der war ein Mörder. Und so sagt er jetzt denen, wen soll ich denn jetzt losgeben? Aber schauen Sie, warum er das überhaupt sagte in Vers 18. Denn er wusste, dass sie ihn, Christus, aus Neid überantwortet hatten. Die Pharisäer taten dies aus Neid. Warum aus Neid? Nun schauen wir uns Markus Kapitel 15 an. Da lesen wir nämlich die Parallelstelle zu dem Ganzen. Markus Kapitel 15, angefangen in Vers 9. Pilatus aber antwortete ihnen, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Denn er erkannte, dass ihn die Hohenpriester aus Neid überantwortet hatten. Aber die Hohenpriester reizten das Volk auf, dass er ihnen viel lieber den Barabbas losgebe. Also die steckten dahinter, als das Volk dann rief, gib den Barabbas frei und kreuzige Christus. Die waren die Motivation sozusagen. Vers 12, Pilatus aber fing wiederum an und sprach zu ihnen, was wollt ihr denn, dass ich tue mit dem, den ihr den König der Juden nennt? Sie schrien abermals, kreuzige ihn. Also die handelten aus Neid. Denn die hatten erkannt, dass das ganze Volk Christus nachgelaufen war. Wie dies auch in verschiedenen Stellen im Buch Matthäus zum Beispiel, im 9. Kapitel, im 12. Kapitel beschrieben wird. Aber das war noch nicht alles. Die waren nicht nur deshalb neidisch, weil das Volk Christus nachlief und ihnen nicht mehr so wie vorher. Der eigentliche Grund des Neides findet sich beschrieben in Johannes Kapitel 11. Johannes Kapitel 11 und in Vers 48. Schauen wir uns dies kurz an. Johannes Kapitel 11 und Vers 48. Da wird nämlich gesagt, was hier die Hohepriester, die Pharisäer dachten. Lassen wir ihn so, mit anderen Worten, lassen wir ihn unbehelligt, dann werden sie alle an ihn glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute. Schauen Sie, die Pharisäer wollten ihre Herrschaftsposition über Land und Leute nicht aufgeben. Die handelten genauso, wie Satan gehandelt hatte, wie Eva gehandelt hatte. Die wollten entweder Herrschaft erlangen, die sie nicht hatten, oder die wollten Herrschaft, die sie glaubten zu haben, nicht aufgeben. Es waren die gleichen niedrigen Beweggründe des Neides und der Eifersucht, die von Satan stammten. Christus wurde ja total ungerechtfertigterweise verurteilt. Selbst nach jüdischem Gesetz war seine Verurteilung total rechtswidrig. Total rechtswidrig. Und die wussten das auch, die Hohenpriester, die Pharisäer. Es ist keine Frage, dass hier ein Justizmord begangen wurde, vorsätzlich. Und die taten dies aus Neid. Und die taten nachher etwas Ähnliches aus Neid, nämlich als nachher Paulus das Evangelium predigte. Da lesen wir, dass Juden kamen und aus Neid gegen ihn vorgingen. Schauen wir uns dies an in Apostelgeschichte Kapitel 13. Apostelgeschichte Kapitel 13. Und lesen wir die Verse 44 und 45. Am folgenden Sabbat kam fast die ganze Stadt zusammen, das Volk Gottes zu hören. Interessant ist hier nebenbei gesagt, dass es sich um eine griechische Stadt handelte, keine jüdische Stadt. Und Paulus predigte am Sabbat. Er predigte nicht am Sonntag. Er predigte am Sabbat, wie es seine Gewohnheit war, die Zeitspanne von Freitag Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang. Nirgendwo in der Bibel finden Sie, dass der Sabbat abgeschafft sei und durch den Sonntag ersetzt worden sei. Auch das ist wiederum eine Idee des Menschen, der Gott nicht untertan sein will, der selbst bestimmen will, was richtig und was falsch ist, der selbst sogar bestimmen will, wie man Gott anbetet, obwohl Gott uns klar gesagt hat, wie wir ihn anbeten sollen. Also hier am folgenden Sabbat kam fast die ganze Stadt zusammen, das Wort Gottes zu hören, Vers 45. Als aber die Juden die Menge sahen, wurden sie neidisch und widersprachen dem, was Paulus sagte, und lästerten. Also die haben sich jetzt gegen Paulus gewandt, gegen seine Lehre, die Lehre Gottes, aus Neid. Aus Neid. Auch in Apostelgeschichte 17 lesen wir die Verse 2 bis 5. Hier handelt es sich um eine Stadt, die ebenfalls eine griechische Stadt war, Thessalonik. Wie nun Paulus gewohnt war, Apostelgeschichte 17, Vers 2,
Da ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten von der Schrift, tat sie ihnen auf und legte ihnen dar, dass Christus leiden musste und von den Toten auferstehen und dass dieser Jesus, den ich, so sprach er, euch verkündige, der Christus ist. Nun, er ging in eine jüdische Synagoge zunächst einmal, aber letztendlich ging es dann auch um andere Menschen, denn einige, Vers 4, von ihnen ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an, auch eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen. Die hörten auch Paulus zu, wenn er am Sabbat predigte. Dazu nicht wenige von den angesehensten Frauen. Aber die Juden ereiferten sich, heißt es hier, die Juden ereiferten sich und holten sich einige üble Männer aus dem Pöbel, rotteten sich zusammen und richteten einen Aufruhr in der Stadt an und zogen für das Haus Jasons und suchten sie, um sie vor das Volk zu führen. Die Mengebibel, die Zürcher Bibel und die Patlochbibel übersetzen Vers 5 alle mit: Darüber aber wurden die Juden eifersüchtig. Die wurden eifersüchtig, weil die Menschen begannen, dem Evangelium Gottes zu glauben. Das natürlich die Person Jesus Christus mit beinhaltet, die Tatsache, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für uns starb, sodass wir durch seinen Opfertod, wenn wir diesen Opfertod akzeptieren, letztendlich das Heil erlangen können. Nur durch seinen Opfertod ist dies möglich. Aber die Juden, die akzeptierten das natürlich nicht. Die meisten natürlich akzeptieren das heute auch noch nicht. Und sie wurden neidisch, eifersüchtig, weil viele dem Glauben schenkten. Dieser Neid gegenüber Paulus war bei einigen Juden sogar so stark, dass sie selbst Christus predigten. Man möge sich dies vorstellen. Die predigten selbst Christus, nur um Paulus die Ehre und den Ruhm nicht zu gönnen. So pervertiert kann dies sein oder werden. Schauen wir uns dies in Philipper Kapitel 1 einmal an. Philipper Kapitel 1, die Verse 15 bis 17. Philipper Kapitel 1 und die Verse 15 bis 17. Da sagte Paulus: Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege, der war gefangen von den Römern. Jene aber, Vers 17, verkündigen Christus aus Eigennutz, und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Eine absolute, absurde Reaktion des Neides. Doch was war die Reaktion des Paulus? Wurde der jetzt auch neidisch darauf, dass die anderen, die draußen waren, Christus verkündigten? Vers 18. Was tut's aber, sagt Paulus? Wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Nun, was sagt Paulus hier? Er sagt, dass solange wie die Wahrheit verkündet wird, so freut er sich. Selbst wenn die, die die Wahrheit verkündigten, noch nicht einmal selbst an die Wahrheit glaubten. Selbst wenn die es aus falscher Motivation heraustaten. Wir haben das erlebt, dass Menschen die Wahrheit verkündigt haben und vielleicht gar nicht davon überzeugt waren. Vielleicht es nur deshalb taten, weil sie Bezahlung erhalten wollten, weil sie meinten wirklich, der Glaube sei ein Gewerbe, was auch immer. Solange wie die Wahrheit verkündigt wurde, war dies in Gottes Augen wohlgefällig. Selbst wenn es bei den Menschen, die dies taten, natürlich nicht in guter Absicht geschah. Und die werden natürlich auch dafür Rechenschaft ablegen müssen. Es geht darum, dass Paulus sagt, solange wie die Wahrheit verkündigt wird, aus welcher Motivation auch immer, ist es gut. Natürlich, wenn etwas Falsches verkündigt wird, dann ist das schlecht. Aber der Punkt, den ich hier erklären möchte, ist folgender. Schauen Sie, Satans niedrige Beweggründe waren und blieben dieselben. Er rebellierte gegen Gott aufgrund von Neid und Eifersucht. Aber selbst Satan hat eine gewisse Berechtigung in Gottes Plan. Gott hat ja nach wie vor Satan heute auf dieser Erde belassen. Und zwar deshalb, weil wir, die wir herausgerufen werden aus dieser Erde, Gott zeigen, oder aus dieser Welt, will ich sagen, Gott zeigen sollen, dass wir willens sind und bereit sind und mit der Kraft Gottes in uns auch fähig sind, Satan zu überwinden. Denn Satan ist unser Feind, den es zu überwinden gilt. Christus hat Satan überwunden, als er damals in der Wüste gefastet hat und dann kam Satan zu ihm, um ihn zu versuchen. Und so sagt Christus uns heute auch, ihr müsst Satan überwinden. Das ist ein Grund, warum Satan nach wie vor überhaupt hier
auf Erden herrscht, der nach wie vor ja der Herrscher dieser Welt ist. Christus, als er geboren wurde als Kind, da wollte Satan ihn töten. Und zwar wollte er ihn töten durch Herodes. Sie kennen sich vielleicht mit der Bibel etwas aus und wissen, dass damals die Weisen aus dem Morgenlande kamen und sie suchten zuerst Herodes auf und dann gingen sie zu dem Haus, in dem Christus dann war mit den Eltern und haben ihn dort besucht und gingen aber dann nicht zurück zu Herodes, weil ein Engel die gewarnt hat. Aber der Herodes fand dann heraus, wie alt ungefähr Christus zu dem damaligen Zeitpunkt war. Und dann befahl er, alle Kinder bis 2 Jahre zu töten. Nun, dieser berühmte Kindermord des Herodes geschah auch aufgrund von Neid. Schauen wir uns dies an in Matthäus Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Matthäus Kapitel 2 und die Verse 1 bis 3. Als Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenlande nach Jerusalem. Nun, es wird ja nicht gesagt, wie viele es waren. Die Idee, es waren 3 Weise und dann wird noch gesagt, 3 Könige. Davon steht nichts in der Bibel. Nirgendwo wird gesagt, dass sie Könige waren. Die Zahl wird nicht angegeben. Es gibt sehr viele Traditionen, vor allen Dingen in der östlichen Kirche, die besagen, dass es an und für sich sogar 12 Weise waren aus dem Morgenland. Die waren nebenbei gesagt auch keine Magier. Es waren Weise aus dem Morgenlande. Und die kamen nach Jerusalem und sprachen, Vers 2, wo ist der neugeborene König der Juden? Die verstanden, dass Jesus Christus der König war oder sein würde, der Juden, aber natürlich nicht nur der Juden, sondern der ganzen Welt. Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenlande und sind gekommen, ihn anzubeten. Und dies war auch kein gewöhnlicher Stern, das war ein Engel. Denn vielfach wird in der Bibel ein Engel als ein Stern beschrieben. Dieser Stern, dieser Engel ging nämlich nachher vor denen her. Und dann blieb er vor dem Hause oder über dem Hause ruhen, um den Weisen zu zeigen, wo Christus war. Das geschah nicht mehr zum Zeitpunkt seiner Geburt, denn das geschah fast möglicherweise 2 Jahre später. Da war er nicht mehr in einer Krippe, sondern er war in einem Haus. Also dieser Stern, dieser Engel, zeigte ihnen den Weg. Und so sagen sie hier, wir haben seinen Stern gesehen im Morgenlande und sind gekommen, ihn anzubeten. Vers 3, als aber der König Herodes hörte, erschrak er. Und mit ihm ganz Jerusalem. Vers 13. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn, dem Josef im Traum, und sprach, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Vers 16. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, denn die kamen nicht zu ihm zurück, um ihm zu sagen, wo Jesus war, da wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die 2-jährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Mit anderen Worten, der wusste, dass Jesus möglicherweise bereits 2 Jahre alt war oder vielleicht ein bisschen unter 2 Jahren war, als die Weisen ihn dann aufsuchten. Und er tat dies, weil er seine Herrschaft nicht aufgeben wollte. Er war ja der König. Und wenn jetzt hier ein neuer König, so wie das damals verstanden wurde, erschienen sei, dann hatte der gedacht, ja, der übernimmt dann meine Herrschaft, so muss ich den lieber umbringen. Nun, Christus kam damals nicht, um das Reich Gottes bereits auf Erden zu errichten, aber das war das Missverständnis vieler Juden damals, die erwarteten, dass der Messias kommen würde, um damals bereits schon das Reich Gottes auf Erden zu errichten. In Offenbarung Kapitel 12 lesen wir mehr über diesen Kindermord und wer dahinter steckte. Offenbarung Kapitel 12, die Verse 1 bis 5. Es erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel, als ist natürlich symbolisch, in symbolischer Sprache beschrieben hier. Und siehe, ein großer Drache, der hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Häuptern 7 Kronen. Und sein Schwanz fegte den 3. Teil der Sterne des Himmels hinweg. Zieht sich hier auf die Rebellion Satans und seiner Engel, scheinbar 1/3 aller Engel, die hier also auch wiederum als Sterne symbolisiert werden, die hatten Teil an dieser Rebellion. Und dieser 3. Teil der Sterne, die hatten ebenfalls dann natürlich verloren und wurden dann mit Satan zurück
geworfen auf die Erde. Und sein Schwanz, heißt es hier, fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Denn er war ja verantwortlich für die Rebellion. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Klar eine Beschreibung Jesu Christi. Aber schon im Zeitpunkt, als Maria Christus gebar, war Satan da, um Christus zu töten. Wie hat er das versucht? Nun dadurch, dass er letztendlich den Herodes dazu motiviert hatte, Christus töten zu wollen. Wir lesen aber auch, dass diese Rebellion, die vor der Erschaffung des Menschen geschah, eine zweite Erfüllung finden wird in der Endzeit. Denn Satan wird erneut versuchen, ob man das jetzt sich vorstellen kann oder nicht, erneut versuchen, Gott von seinem Thron zu stürzen. Er wird eine neue Rebellion starten, zusammen mit allen seinen Dämonen, die ihm untertan sind. Und auch dies wird natürlich erneut von Neid und Eifersucht und Hass motiviert sein. Und wir werden natürlich auch lesen jetzt, dass diese zweite Rebellion ebenfalls erfolglos sein wird. Man kann ja nicht gegen Gott kämpfen und siegen. Aber Satan, der so pervertiert in seinen Gedanken ist, scheint scheinbar zu meinen, dass ein Sieg nach wie vor noch möglich sein könnte für ihn. In Offenbarung Kapitel 12 lesen wir weiter in Vers 7. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Aber das ist natürlich jetzt nach all dem, was wir bereits gelesen hatten, der Fall. Also weit nach der Tatsache des Todes und der Wiederauferstehung und der Himmelfahrt Jesu Christi. Vers 7. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel, der Erzengel Michael und seine Engel, die kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel, also seine Dämonen, die ihm folgen. Aber die siegten nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Wir lesen in der Bibel verschiedentlich, dass Satan im Laufe der Geschichte Zugang hat zum Himmel, zu Gottes Thron. Aber es wird die Zeit kommen, wo es heißt, dass seine Stätte nicht mehr gefunden werden wird im Himmel. Vers 9. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Aber jetzt lesen wir weiter, was geschieht. Vers 12. Darum freut euch, ihr Himmel, sagt ein Engel hier, und die darin wohnen. Wehe aber der Erde und dem Meer. Denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Wenn das geschehen wird, möglicherweise ist es bereits schon geschehen, dann weiß Satan, wie wenig Zeit er hat. Er hat einen großen Zorn. Vers 13. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Die Frau steht natürlich jetzt nicht mehr für Maria, sie steht für die Kirche Gottes, die ja vielfach in der Bibel als die Braut, die Frau Jesu Christi beschrieben wird. Und jetzt verfolgt Satan die Frau, die Kirche, die den Knaben geboren hatte. Letztendlich kam ja Maria auch aus der Kirche. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, da verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und es wurde der Frau gegeben, die zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge, an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Schauen Sie, es geht hier um eine Zeitspanne von 3,5 Jahren. Eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit, während der die Kirche Gottes beschützt werden wird. Hier auf Erden, es heißt gesagt, an einen Ort in der Wüste. Es ist irgendwie nicht eine heimliche Entrückung zum Himmel, wo da ein Schutz bestehen soll. Es wird hier ein Schutz der Kirche Gottes gegeben, hier auf Erden. Ein Schutz vor Satan und seinen Verfolgungen. Aber nun lesen wir in Vers 17. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, diejenigen, die diesen Schutz aus welchen Gründen auch immer nicht erhalten haben und nicht erhalten werden. Satan geht hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die aber Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Aber einige werden
durch diese 3,5 Jahre der großen Trübsal gehen müssen. Denn schauen Sie, die große Trübsal, von der Jesus Christus spricht, die kommen wird über die ganze Erde. Alle, die zu versuchen, wie es heißt, die auf Erden wohnen, die wird auch mit 3,5 Jahren angegeben. Während dieser Zeit der großen Trübsal wird Satan seinen Zorn über diese ganze Erde ergießen. Und wenn wir nicht den Schutz Gottes haben, dann werden wir auch von diesem Zorn Satan trinken müssen. Schauen Sie, wie Satan Herodes zornig werden ließ, als Herodes erkannte, dass ihm Christus zu entkommen schien. Und dann befahl, alle Kinder, die 2-jährig waren und darunter, umzubringen. So wird Satan selbst zornig werden, wenn er erkennt, dass er nur noch eine kurze Frist hat. Und sein Zorn wird zu Hass und zu Mord führen. Aber die Hauptmotivation des Ganzen ist wiederum sein Neid. Denn er erkennt ja, die Zeit wird kommen und ist jetzt schon fast da, dass seine Herrschaft von ihm genommen werden wird. Denn diejenigen, die Gott berufen hat in dieser Zeit, die werden sich ja qualifiziert haben. Und wenn Jesus Christus zurückkommt, wird ihnen das Reich Gottes gegeben werden. Und Satan wird von seinem Thron gestürzt werden. Satan weiß das. Und so hat Satan einen großen Zorn. Er will seine Herrschaft nicht aufgeben. Und so wird er diesen Zorn über alle die ausgießen, an die er herankommen kann. Und hauptsächlich gegenüber denen, von denen er weiß, dass sie letztendlich ja dann die Regierenden sein werden im Reich Gottes, die ihn von seinem Thron stürzen werden. Und so hat Satan seine Gedanken des Neides, des Hasses, der Eifersucht, der Bitterkeit über alle Menschen ausgeschüttet. Denn alle Menschen sind ja potenziell Anwärter auf das Reich Gottes. Auch die, die heute zurzeit noch nicht berufen sind, die werden ja noch, wie wir das ja wissen, in einer weiteren Auferstehung, der zweiten Auferstehung, zum Leben erweckt werden. Nach den 1000 Jahren des Millenniums. Und die werden dann ebenfalls ihre Gelegenheit erhalten, Gottes Wahrheit anzuerkennen und anzunehmen und dann ins Reich Gottes eingehen zu können. Satan weiß, dass der Mensch sein größter Konkurrent ist potenziell, deswegen hasst er die Menschheit. Deswegen ist er bereit, alles umzubringen, soweit er seine Hände an die kommen, legen kann. Wir müssen uns dessen bewusst sein. Wir müssen uns bewusst sein, dass wenn wir Gefühle des Neides, des Hasses, der Eifersucht in uns aufsteigen, fühlen, wo die herkommen. Sie kommen nicht von Gott. Kommen niemals von Gott. Wir in der Kirche Gottes müssen ebenfalls uns sehr davor hüten, dass wir Gefühle des Hasses und des Neides und der Eifersucht erlauben, Fuß zu fassen in unserem Leben. Wir müssen sie ausmerzen, so schnell und so bald und so, wie ich sagte, schnell wie möglich, wenn wir erkennen, dass die dort Fuß fassen wollen. Nun, in der zweiten Predigt dieser zweiteiligen Serie möchte ich noch weiter auf Bibelstellen eingehen, im Alten wie im Neuen Testament, die uns vor dem Neid warnen und die uns aber auch zeigen, zu welchen Konsequenzen der Neid führen kann und bereits schon geführt hat. Denn alles das, was ja geschrieben steht in der Bibel, soll uns hier zum Vorbild dienen, daraus wir lernen können, eben so zu leben, wie Gott es will und eben nicht so zu leben, wie die Menschen dieser Welt leben, die nichts von Gott wissen wollen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.